Hallo Freunde, herzlich willkommen bei No Rice, No Life bei Shankar. Herzlich willkommen, ich werde euch ein bisschen heute das Ganze auf Deutsch machen. Shankar hatte mich darum gebeten und ich freue mich, dass ich das darf. Und ich hoffe, ihr werdet dieses Gericht nachkochen, weil es ist mein Lieblingsgericht. Ihr müsst das unbedingt ausprobieren, Freunde. Wir fangen auch direkt an mit Ingwer und Knoblauch. Wie immer einen Mörser zusammenpressen. Wenn ihr habt, ansonsten nehmt einen Küchenmixer oder was ihr auch zu Hause habt, wie ihr es sonst macht. Knoblauchpresse geht auch. Wir haben einen Blumenkohl, wir nehmen die Hälfte. Wie er das sauber macht, das sieht er. Achtet darauf, wenn ihr das sauber macht, dass ihr es ein paar Minuten vielleicht ins Wasser legt, damit die kleinen Tierchen, die sich manchmal verstecken, auch wirklich weggehen. Das sind manchmal Vitamine, aber diese Vitamine brauchen wir ja nicht. Deswegen macht das richtig sauber, Leute. Schön abtropfen, nicht vergessen gleich, weil ihr es ja in Öl anbraten werdet. Wir haben jetzt ein Sieb genommen. Wenn ihr einen habt, ist das gut. Dann könnt ihr das paar Minuten einfach stehen lassen und es tropft aus. Wir fangen direkt an mit den Zutaten. Die Zutaten habe ich euch unbedingt nochmal auf Deutsch unten aufgelistet. Die bekommt ihr in asiatischen Laden. Guckt mal, aus welcher Stadt ihr seid. Vielleicht können wir euch da auch helfen. Schreibt uns einfach eine Mail oder eine Message. Wir werden uns freuen, wenn wir euch da helfen können. Und die Namen werde ich euch auch nochmal genau auflisten, dass ihr die Zutaten habt. Und ja, wir nehmen sehr viel Schärfe für dieses Gewürz. Das kommt ursprünglich, dieses Gobi 65 kommt ursprünglich aus Südindien. Und das ist sehr, sehr würzig. Wir haben dafür zum Beispiel Chili-Pulver genommen, Kumin, Koriander. Currypulver haben wir diesmal weggelassen. Das wird jetzt zu stark sein. Da ist Maismehl drin und Weizenmehl. Wenn ihr zum Beispiel kein Weizenmehl mögt, könnt ihr auch Dinkelmehl benutzen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich 1:1 klappt. Müsst ihr ausprobieren. Keine Garantie, dass das gut wird. Also Weizenmehl ist schon ganz gut. Guckt mal selber, was euch selber am besten schmeckt. Das Ganze zu einem Teig verarbeiten mit etwas Wasser. Und gut umrühren dabei, nicht vergessen. Probiert das an einem kleinen Finger, ob das von Salz und Schärfe euch gut passt. Dann könnt ihr nochmal nachwürzen und das, was wir vorher gemahlen haben, das kommt auch nochmal rein. Das ist das Knoblauch und Ingwer. Und ja, hier kommt nochmal ein bisschen Zwiebel und Chilis, so richtig Pep. Wenn das nicht kein Pep hat, ist das nicht indisch, Leute. Deswegen, es muss schon so sein. Wenn es zu scharf für euch ist, ja, so langsam, langsam werdet ihr euch dran gewöhnen. Das Ganze schön durchkneten. Nicht vergessen, immer mit Liebe, ne? Weil ohne Liebe schmeckt das Essen nicht. So, das achtet darauf, dass das Öl richtig heiß wird, weil wenn das Öl nicht so heiß ist, dann saugt das erstens sehr viel Fett auf und das schmeckt nicht. Deswegen achtet darauf, dass das richtig heiß ist. Das ist ungefähr, ich weiß nicht, auf Kirmes, vielleicht Reibekuchen, so ähnlich. In dieser Konsistenz wird es gebraten. Übrigens, Reibekuchen schmecken auch richtig gut. Wenn ihr ein gutes Gericht habt, könnt ihr es mir gern zuschicken, weil ich liebe es. Frittieren, und wenn ihr nicht so viel Öl mögt, könnt ihr das auch noch mal ein bisschen mit Küchentücher ein bisschen abtupfen. Aber wenn das richtig heiß ist, dann saugt das halt nicht sehr viel Fett und das ist auch etwas gesünder als normal. Vom Öl her könnt ihr Öl eures Beliebens nehmen. Wir haben zum Beispiel Rapsöl verwendet und das ist ganz in Ordnung. Achtet darauf, dass es schön goldbraun wird und dann ist es auch schon fertig. Und wir haben das jetzt auf den Bildern mit scharfer Soße, also scharfer Ketchup, so eine MD-Soße. Werde ich euch auch nochmal verlinken. Damit haben wir es jetzt erstmal abfotografiert. Und dann habe ich während des Essens festgestellt, dass so ein bisschen Knoblauchsoße fehlt. Und wir hatten zufällig eine Knoblauchsoße da gehabt. Und die hat echt super dazu gepasst.
Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, kauft euch noch eine Knoblauchsoße, also Tzatziki ähnlich, und das schmeckt am besten. Probiert es aus. Vergesst uns nicht zu taggen. No Reis, no Life bei Shanka. Wir werden uns sehr freuen, wenn ihr uns Bilder zuschickt, weil das motiviert uns. Und was soll ich sagen? Das sind 6 Stunden Arbeit dahinter mit Filmen, Schneiden, Voicing. Kleiner Kommentar von euch wird uns echt motivieren, Leute. Und wir freuen uns einfach weiterzumachen. Das ist ein Hobby von uns. Und ja, in der Zeit, wo wir gerade so eingesperrt sind, versuchen wir uns auf das Positive zu fixieren und euch ein bisschen mit der Tat eine kleine Freude zu bereiten. Deswegen kommentiert das, liked das, teilt eure Liebe. Wir freuen uns. Viel Spaß und guten Appetit, meine Lieben. Bis demnächst. Ciao, ciao.